Und es ist schon wieder so ein kleiner Lümmel. Ich mag das, wenn ich was in der Hand habe. Ne? Ob das ganze Teil zum Beispiel auch zwischen die Brüste passt. Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, und seid mir ganz herzlich gegrüßt zu einem neuen Unboxing. Das habe ich jetzt aber wirklich schon wahnsinnig lange nicht mehr gesagt. Ich schlage mich sehr tapfer, was meinen Konsum angeht. Wie dem auch sei, ich habe hier meine GoPro 11 rumfliegen. Hier ist die MediaMod, kennt ihr alles schon, habe ich auch Unboxings zugemacht. Und ich habe dieses fantastische Teil hier. Denn, wie ihr wisst, bin ich ja nicht um Worte verlegen, wenn es darum geht, um die Akkus oder über die Akkus von der GoPro zu schimpfen. Es gibt ja einmal die blauen, die sind richtig schlecht. Dann gibt es diese welche hier, die sind weiß, schwarz-weiß. Die sind schon ein Tacken besser, von denen habe ich mittlerweile 5 oder 6 Stück. Aber wer mich kennt, der weiß natürlich, dass mir das alles nicht wirklich ausreicht. Und deswegen habe ich mir jetzt hier so ein Dingelchen geholt, was man angeblich an die GoPro pappen kann. Und dann hat man, so steht es hier zumindest, bis zu 9 Stunden Akkubetriebszeit. Ich habe das mal gesehen, ich bin mir nicht mehr sicher, auf Instagram bei Otto oder bei Robert Mark Lehmann oder bei Fritz, keine Ahnung, vielleicht auch bei jedem von denen, dass die so einen Teil dabei hatten. Und ich glaube sogar, dass es genau das war. Also ihr seht schon, das ist nicht original von GoPro. Und bitte bedenkt, dass das hier nur ein Unboxing ist. Also ich werde euch jetzt kein Fazit dazu ziehen können. Das mache ich dann immer ein paar Monate später, wenn ich denn... Werdet wieder nervös, ne? Wenn ich denn das Ganze eine Weile getestet habe. Ich sage schon mal vorweg, dass ich sehr skeptisch bin, was die 9 Stunden Akkulaufzeit angeht, weil ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Hier steht übrigens noch drauf, und das finde ich total witzig, Design for Extreme Cold Temperature und Achtung, extrem kalte Temperaturen, aber richtig extrem. Minus 5 Grad. Wow. Richtig, richtig übel. Also schauen wir mal, es sollte mit der 11er kompatibel sein, auch wenn es hier nicht steht. Hier steht nämlich die 10 und die 9 drauf. Und hier steht auch drauf in 1080p und 24 FPS 9 Stunden, 4K und 30 FPS 5 Stunden und 5K und 30 FPS 4 Stunden. Ich bin sehr gespannt. Ich kann euch gerade nicht sagen, wie lange der Akku normalerweise hält. Nicht lange. Also wenn wir eine normale Wanderung machen, muss ich Minimum einmal den Akku wechseln. Die MediaMod liegt hier übrigens, weil ich gucken möchte, ob das alles miteinander kompatibel ist. Ich denke mal nicht, dass ich MediaMod an die GoPro packen kann und dann auch noch dieses Charge-Ding da. Und ich weiß auch, wie gesagt, nicht so richtig, ob das mit der 11er kompatibel ist. Im Internet stand auf jeden Fall, dass es so sein soll. Gut, also wir haben natürlich mal wieder jede Menge Plastik. Das freut mich ja immer besonders. Wir haben unsere allseits beliebte Bedienungsanleitung, den User Guide, wie wir Content Creator sagen. Preparing the camera for use with the Action Pack. Action Pack heißt es. Boah, bei minus 5 Grad geht aber auch richtig die Action ab. Gut, gibt es das auch in Deutsch? Wir kennen das ja. Ah ja, hier. Vorbereitung der Kamera für die Verwendung mit dem Aktionspack. Die USB-Abdeckung muss entfernt werden. Die habe ich gerade dran gemacht. Die habe ich gerade extra dran gemacht. Aber lesen wir uns das jetzt durch? Nein. Wir gucken natürlich erstmal, was wir hier drin haben. Klar, Plastik. Ladekabel. Also, dass aber auch immer jedes Ding irgendwie sein eigenes Ladekabel haben muss. Und es ist schon wieder so ein kleiner Lümmel. Es ist schon wieder, was soll denn das? Mach doch mal bitte gescheit lange Kabel wenigstens. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Das kann ich ja gerade mal so im Auto anschließen. Naja, komm, was soll's. Erreg dich nicht. Achso, ich habe es falsch rum. Nee, doch. Nee, wie rum denn hier? So? Gut. Plastik zu Plastik. So. Dann haben wir ja... das ist schwer. Ist aber auch schön, wie sie hier extra noch so ein Pappding reingemacht haben. Damit man dann auch weiß, wie das da reingeht. Und wie ich es mir gedacht habe, also das sieht so aus, wie das Teil, wie die MediaMod, ne, so vom Design her. Also hier an der Seite, hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob der Fokus klarkommt auf sein Leben. Obendrauf
haben wir hier den Anschalter, genauso wie bei der MediaMod. Hier können wir das Mikrofon dran pappen oder anderes Gedönse. Ah nee, das ist nicht der Anschalter, Entschuldigung, das ist für die Aufnahme zum Starten. Hier an der Seite, da haben wir jeweils den Anschalter. Hier haben wir den USB-Anstecklümmel. Weil ich gerade sehe, hier unten haben wir auch noch einen Schalter. Den haben wir bei der MediaMod nicht. Gucken wir mal, was dann damit auf sich hat. Und dann haben wir natürlich hier unten dieses klobige Etwas, wo wahrscheinlich der Kollege drin ist, damit das alles auch sehr lange hält. Dann haben wir hier unten diese Beinchen, die ich nicht verschieben kann. Ich kann sie nicht zusammenklappen, so wie hier. Ja, wie bei der GoPro selbst. Da kann ich das ja hier relativ schmal machen, um das wieder gut wegstecken zu können. Hier nicht, hier ist es fest. Ja, die Lümmel gucken einfach die ganze Zeit über raus. Was es mit diesen Nippeln daneben auf sich hat, keine Ahnung. Ist natürlich auch kein weiteres Mikrofon dran. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das ganze Ding überhaupt aufkriegt. Okay, hier haben wir so einen Hebel, den habe ich gerade hochgemacht. Schauen wir mal. Ah ja, okay, alles klar. Also zack, ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Ich bin froh, dass ich es hingekriegt habe. Und dann müssen wir, auch wie bei der MediaMod im Übrigen, da muss man auch dieses Dingelchen hier abmachen. Und sobald es ab ist und an der MediaMod dran ist, ist die GoPro nicht mehr wasserdicht. Also die GoPro bitte nur ins Wasser schmeißen, wenn ihr das hier dran habt. Mit der MediaMod funktioniert das Ganze nicht. Und ich nehme mal ganz stark an, dass das hier auch nicht wasserfest sein wird. So, gut, das ging jetzt relativ leicht. Und dann klappt man es hier an der Seite wieder um. Ich bin mir nicht so sicher, ob sich das wertig anfühlt oder nicht. Ich kann euch ehrlich gesagt gerade auch nicht mehr sagen, wie teuer das Ding war. Ich glaube 70 Euro. Es gibt noch ein Angebot beim großen A für 89 Euro und da ist noch eine 268 GB Speicherkarte mit dabei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls scheint es auch mit der GoPro 11 kompatibel zu sein. So sieht das Ganze aus. Ich kann jetzt hier unten also meine Stative dran packen, wie ich es gerne möchte. Ich gucke mal eben, wenn ich das hier unten drücke, passiert irgendwas? Wahrscheinlich ist es gar nicht. Ah, doch, okay. Sie leuchtet auf jeden Fall rot. Das ist doch schon mal was. Haben wir jetzt vielleicht einfach nur dieses Ding aktiviert? Jetzt probiere ich mal die GoPro selbst. Jawohl. Das funktioniert. Also sie ist an auf jeden Fall. Und ist jetzt bei 92% von der Akkuleistung her. Ich weiß nicht, ob man irgendwas sehen kann. Huhu. Da ist auf jeden Fall ein Blitz drauf. Das heißt, es scheint ja zu funktionieren. Mich interessiert jetzt mal, wenn ich das hier unten wieder ausschalte. Ah ja, okay. Also wenn ich das hier unten wieder ausschalte, dann deaktiviere ich sozusagen diesen Pack. Und dann haben wir hier oben in diesem Akku-Ding keinen Blitz mehr. Das heißt also, jetzt zieht er sich wahrscheinlich einfach ganz normal von dem weißen Akku den Strom. Und wenn ich das hier unten wieder aktiviere, dann nimmt er sehr wahrscheinlich wieder von diesem dicken Äumel was. Ob das jetzt natürlich funktioniert oder nicht, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist ja hier nur das ganze Unboxing davon. Das bedeutet also, ich werde das Ganze jetzt auf jeden Fall mal eine ganze Weile testen. Was ich gut finde ist, das kennt ihr mittlerweile, falls ihr schon mehrere Unboxings von mir gesehen habt, ich mag das, wenn ich was in der Hand habe. Ne? Und das ist hier der Fall. Die GoPro an sich ist mir zu leicht. Ja, ich schimpfe darüber, dass sie mir zu leicht ist tatsächlich, weil ich einfach immer das Gefühl habe, die geht mir irgendwie flöten. Ich bin nicht so ein Stativmensch. Das heißt, am liebsten habe ich die tatsächlich einfach nur in der Hand und filme damit. Ich bin in letzter Zeit ziemlich häufig mit dem Gimbal unterwegs. Das habe ich ja auch mal ausgepackt. Da kann ich euch hier auch nochmal das Ganze zu verlinken. Ich habe damit ja auch schon einen Fotowalk gedreht. Ich bin damit aber auch sonst relativ viel unterwegs. Und dazu wollte ich auch nochmal ein Fazit machen. Das ist mir alles immer so ein bisschen zu klobig und ich bin so ein bisschen eingeschränkter, was das Ganze angeht. Deswegen filme ich am liebsten direkt aus der Hand, was natürlich dazu führt, dass es wackeliger ist.
Aber mir ist die GoPro, wie gesagt, an sich eigentlich zu leicht. Das hier in Kombination mit dem Ding, finde ich, ist eine richtig gute Schwere. Das ist nicht zu schwer, das kann man auch eine ganze Weile, schätzungsweise eine ganze Weile in der Hand halten und damit filmen. Wenn ich jetzt hier noch das Stativ dran habe, ich habe ja mehrere, die wiegen ja kaum was. Also das würde jetzt nicht so einen großen Unterschied machen. Was natürlich schade ist, ist, dass es mit der MediaMod nicht kompatibel ist. Ja, da muss man dann halt Abstriche machen. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich ja jetzt das Mikrofon von der MediaMod, deswegen habe ich mir sie ja geholt, nicht so wahnsinnig viel besser finde als das, was verbaut ist. Und dann kann man immer noch hingehen. Also hier kann man ja, scheint es zumindest, mein Mikrofon, was jetzt auf der großen Kamera drauf ist, hier vielleicht auch noch dran pappen. Wobei ich mir hier nicht sicher bin, wie man das Ganze öffnet. Ob da die Anschlüsse drin sind. Ich schaue mal eben schnell in die Bedienungsanleitung. Ah ja, okay. Entsperrt. Aber wie denn? So, also hier haben wir einen Anschluss. Da würde jetzt mein Mikrofon allerdings nicht rangehen. Das ist wahrscheinlich eher der Anschluss, um das ganze Gebumse wieder zu laden. Nehme ich mal an. Jawohl. Also es scheint gerade so auf den ersten Blick, als könnte ich hier nicht mein Mikrofon nochmal extra anschließen. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich das... Also ich sag mal so, es ist schade, dass ich das Mikro offensichtlich nicht dran schließen kann. Vielleicht kann ich es auch anschließen und ich raff's gerade nur nicht, dann schreibe ich es euch hier unten hin. Es ist schade, dass es nicht funktioniert, dass ich es nicht dran machen kann, aber es ist jetzt auch kein Beinbruch. Denn ehrlich gesagt, ich hatte noch nie mein externes Mikrofon an der GoPro dran. Ich nehme immer halt mit dem auf, was da ist und halt hin und wieder mal mit der MediaMod, wobei ja hier auch der Windpuschel fehlt, den habe ich ja verloren vor ziemlich genau einem Jahr. Und ja gut, also ich finde es, wie gesagt, von der Haptik her finde ich es sehr, sehr gut. Es macht mir so schon mal ganz viel Freude. Es ist nicht zu klobig. Die Frage ist jetzt halt noch, ich habe mir ja mal letztes Jahr einen Brustgurt geholt, den ich übrigens immer noch nicht ausgepackt habe. Den muss ich mal wiederfinden. Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Und es ist die Frage, ob das ganze Teil zum Beispiel auch zwischen die Brüste passt. Denn das ist ja das, was wir alle wissen wollen. Sei es drum, ihr Lieben. Also bis jetzt muss ich sagen, von der Wertigkeit her, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Es macht jetzt nicht den hochwertigsten Eindruck auf mich. Zumindest so vom ersten Eindruck her, kann natürlich auch täuschen. Ich werde es jetzt aber auf jeden Fall mal eine ganze Weile ausprobieren und vor allem dann natürlich darauf gucken, wie sieht das aus mit der Akkuleistung. Denn die geht mir ja wirklich tierisch auf den Keks, wenn man einfach nur so mit der GoPro filmt. Und ja, ich würde sagen, das war's, ihr Lieben. Ein kurzes, schmerzloses Unboxing und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht was Schönes und bis bald. Ciao.